Hallo liebe Community, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Eigentlich hatte ich mir eine größere Pause verordnet, selbst verordnet, aber es ist etwas passiert, das diese Denkweise doch etwas umgestoßen hat. Ich werde euch heute kurz zeigen, was passiert ist und danach habe ich noch ein echtes Knallbonbon für euch, wie ich finde, vielleicht wissen es auch viele schon, aber der Reihe nach. Also, die Aktion, die dazu geführt hat, dass dieses Video heute entstanden ist, ist eine Meldung, und zwar auf Facebook. Dort habe ich unter einem Beitrag mein Video, das Tacheles-Video, also mein letztes Video, gepostet. Kurze Zeit danach schrieb ein User, hab dein Video schon gemeldet. Ich habe ihm dann erwidert daraufhin, und nun und weiter. Ich habe mir in dem Video nichts vorzuwerfen, wie schon gesagt. Ich führe die Nachrichten auch gerade in diesem Video aus den letzten Jahren zusammen und ziehe daraus mein Fazit. Das ist ganz normal, dafür sind Nachrichten da. Und das habe ich bisher in allen meinen Videos gemacht, die natürlich sehr kritisch sind, aber bei denen ich mich nur auf offizielle Quellen berufe. Nichts anderes. Ich nutze die mir zur Verfügung gestellten Nachrichten, um mir ein Bild zu zeichnen. Ihr seid dabei, ihr guckt euch das mit an. Und selbst nur diese Nachrichten widersprechen sich oftmals so sehr, dass man daraus genug Stoff zum Nachdenken machen kann und auch zum Hinterfragen und zum Stutzigwerden. Ich habe also gesagt, gut, wenn mir jemand ans Bein pinkeln will und der Meinung ist, er kann mich einschüchtern, wenn er mich meldet oder sonst dergleichen, habe ich gesagt, Chance, du machst jetzt weiter, du guckst mal, was du so findest im Netz, und so bin ich fündig geworden. Ich muss mich nur kurz nochmal auf Herrn Harari berufen, ihr kennt den Menschen, der Computerspiele könnten die Antwort sein, verfasst hat. Das ist der israelische große Deuter der Zukunft, und er hat ja geschrieben, künstliche Intelligenz wird den Menschen in vielen Bereichen zunehmend ersetzen, da sie ihm schon heute überlegen ist, schreibt dieser Bestseller-Autor. Er geht davon aus, dass die Digitalisierung bis 2050 eine neue Klasse von Menschen entstehen lässt, die nutzlose Klasse, Menschen, die nicht nur arbeitslos sind, sondern auch uneinstellbar. Und was macht diese Klasse den ganzen Tag? Und da schreibt er weiter, eine mögliche Antwort könnten Computerspiele sein. Wirtschaftlich überflüssige Menschen könnten immer mehr Zeit in 3D-Virtual-Reality-Welten verbringen, was ihnen viel mehr Spannung und emotionales Engagement ermöglichen würde, als die reale Welt draußen. Immer so weiter. Also wie schon gesagt, das ist eine andere Geschichte. Ich will auf was anderes hinaus, aber ich bleibe dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich auf die Welt gucke, dass überflüssige Menschen in Anführungszeichen mit Videospielen und All-Inclusive-Ausstattung versehen werden. Aber darum geht es mir jetzt nicht. Aber Videospiele könnten die Lösung sein. Das hat man sich wohl auch bei Corona gedacht, denn ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt, aber habt ihr dieses Spiel schon gesehen hier? Corona World. Ich mache jetzt mal den Ton an. Da könnt ihr das Spiel spielen, quietschbunt. Also wir haben ja, da draußen sterben Menschen an dem Virus. Existenzen gehen zugrunde und es ist bedrohlich, dunkel. Wir werden auf einen ganzen Winterlockdown eingestellt. Psychische Schäden, traumatisierte Kinder teilweise, natürlich auch diese Angst wahrnehmen und dieses ganze Unheimliche wahrnehmen. Um was geht es aber hier in diesem Spiel? Werde zum Helden der Corona. Schlüpfe in die Rolle einer Krankenschwester, die nach einem harten Arbeitstag einfach nur im Supermarkt einkaufen will. Aber Vorsicht! Überall lauern Infektionsgefahren. Nimm dich in Acht vor Joggern, Party-People, Preppern und hoch ansteckenden Kindern. Schlage zurück, indem du deine Gegner desinfizierst. Hast du das Zeug, um Corona ein für alle Mal zu besiegen? Das ist wirklich der Hammer, wie ich finde. Und ich mache jetzt mal ein kleines Game für euch. Keine Sorge, das wird nicht lang. Ich würde es euch nur kurz vorstellen. Jetzt spiele ich also. Du erwachst nach deiner 18-Stunden-Schicht im Krankenhaus zu Hause. Du verspürst Hunger. Du öffnest den Kühlschrank. Er ist leer. Du musst einkaufen gehen. Draußen ist Corona. Oh nein! Du musst 1,5 Meter Abstand halten. Ja, und dann geht's los. Hier oben der Timer, hier der Score. Ich spiel's mal kurz an, keine Sorge, ich spiel's nicht zu lange an, ich muss mal glücken. So, dann geht's los. So, dann kannst du hier Pünktchen sammeln. Es ist eigentlich ungeheuerlich. Und dann musst du natürlich den Abstand halten, bla 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 und so weiter und so fort. Ich will jetzt aber ganz kurz mal das Spiel zum Ende bringen. Mir geht's jetzt nicht darum, hier der Beste zu werden oder irgendwas anderes zu machen, sondern ich will einfach das Spiel zu Ende bringen, um euch zu zeigen, was dann passiert. Ihr hört die Geräusche. Dann seht ihr, jedes Mal fange ich mir wieder was ein. Ich hoffe, es geht jetzt möglichst schnell.
dreht mir jetzt hier nicht darum. Oh, noch einmal hochansteckendes Kind getroffen. Und jetzt laufe ich noch einmal gegen das hochansteckende Kind. Und dann ist das Spiel auch schon beendet. Und was steht dann da? Game over, you have Corona. Ich habe mich also aufgrund meiner Dummheit und den Kontakt mit hochansteckenden Kindern mit Corona infiziert. Das ist das Spiel. Ein Spiel. Also man mag es gar nicht glauben. Wir stecken in der schlimmsten Seuche unserer Zeit, der Menschheit schlechthin. Noch nie hat es solche Maßnahmen gegeben, nicht mal zum Krieg oder in Kriegszeiten. Und hier wird ein quietschbuntes Spiel den Menschen präsentiert, indem sie Corona spielen können. Während Menschen weltweit in Krankenhäusern dahin darben, ihre Existenzen verlieren, teilweise Faschismus entsteht, Gesundheitsfaschismus, wird hier ein quietschbuntes Spiel präsentiert. Nur wer steckt dahinter? Ja, wenn man ins Impressum guckt, kann man es kaum glauben. Es ist Funk, die Funk. Oder das Funk. Ein Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland ARD und des zweiten deutschen Fernsehens ZDF. ARD und ZDF Südwestrundfunk. Und das sind die Verantwortlichen für dieses Corona-Spiel. Auf ihren Seiten Tagesschau und hast du nicht gesehen, da wird vor den Gefahren, vor der Katastrophe, vor dem wirtschaftlichen Untergang, also allem gewarnt. Und dann macht man am Ende so ein Spiel daraus. Schauen wir noch einmal kurz nach Deutschland. 12.814 offiziell Verstorbene, 815.746 Testpositive. Dann schauen wir auch noch mal in die Welt. Da haben wir offiziell nach offizieller Lesart 55 Millionen Fälle, Testpositive und über 1,3 Millionen Corona-Tote. Und dann haben wir dafür dieses passende Spiel. Da kann jeder denken, was er will. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr dazu? Wie seht ihr das? Ist das ein lustiges, quietschbuntes Vergnügen, das der ganzen Situation in Deutschland und der Welt gerecht wird? Oder ist das Virus für euch doch nicht so ernst? Dann kann man das verstehen. Wie soll man sowas einschätzen? Wie schon gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt. Meine Meinung ist ganz klipp und klar, man kann den Menschen hier auf der einen Seite das schlimmste Virus der Welt verkaufen, genau über diese Medien Tag für Tag mit Live-Blog und Live-Ticker Panik verbreiten und dann auf der anderen Seite Pietät einfordern und Rücksichtnahme und Solidarität und auf der anderen Seite solch ein quietschbuntes Spiel daraus machen. Zu solch einer Zeit, wo alle Menschen ihren Glauben nicht ausüben dürfen, also wo die meisten Menschen ihren Glauben nicht ausüben dürfen, wo die Menschen zu Hause eingesperrt sein sollen am besten, nur noch arbeiten, nur noch funktionieren, wo alles abgestellt ist, das Leben abgestellt ist, wo Existenzen krachen gehen, da ist das für mich, tut mir leid, der falsche Zeitpunkt, vollkommen unangebracht. Aber ihr könnt natürlich und ihr sollt auch anderer Meinung sein, ihr sollt mir das auf jeden Fall mitteilen, dann bitte in die Kommentare. Ich bedanke mich für die kurze Aufmerksamkeit und wie schon gesagt, die nächsten Videos werden jetzt kommen und wenn ich gemeldet werde und Videos gelöscht werden, dann ist das halt so, aber ich lasse mich nicht einschüchtern, so schon mal gar nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Auch über ein Abonnement freue ich mich natürlich sehr, wenn ein Daumen nach unten die Folge ist. Damit kann ich auch leben, da habe ich kein Problem mit. Dafür haben wir eine Demokratie, Meinungsfreiheit. Wir können immer auch anderer Meinung sein. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Liebe Grüße, euer Chance von Sherlock Holmes. Ciao und macht es gut.